Hallo zusammen und willkommen zur inzwischen sechsten Staffel von Factorio. Dieses Mal mit nur einem Mod, nicht mehr wie mit diesem riesen Mega-Mod-Pack, das wir in der letzten Staffel hatten, sondern mit Hardcoreo. Und das wird dem Namen auf jeden Fall gerecht werden, weswegen ich relativ sicher bin, dass diese Staffel nicht sehr lange dauern wird, beziehungsweise die erste Welt. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt ganz normal spiele, mit möglichst wenig Wissen über den Mod. Also ich habe privat schon mal reingeguckt, aber noch nicht wirklich viel verstanden von der Spielmechanik. Das heißt, ich werde es jetzt spielen mit euch zusammen, werde wahrscheinlich versagen, zumal ich auch versuche, nebenbei ein bisschen den Mod zu erklären, wofür man normalerweise eigentlich gar keine Zeit hat, sonst wird man gleich überrannt. Aber egal, dann werde ich halt überrannt werden und dann werde ich nochmal neu anfangen mit mehr Wissen und weniger erklären müssen und dann schaffe ich das vielleicht nach und nach so in den Mod reinzukommen und auch zu überlegen. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon mal ein bisschen was anderes. Zum einen haben wir ein ordentliches Hintergrundbild, das ziemlich stylisch aussieht. Auch wenn ich mir Türme niemals so cool vorgestellt habe wie hier. Dann haben wir die Factorio-Version 0.12.11. Das ist eine Experimentalversion. Also falls ihr auf der Factorio-Homepage guckt nach dem, müsst ihr extra auf Experimental klicken. Das ist nicht die normale Version. Und der Mod selber, Hardcoreo, ist die Version 2.2.210. Boah. Und dann fangen wir gleich mal an. Wie ich am Ende der letzten Staffel schon erwähnt habe, werde ich jetzt nicht stur die Karte nehmen, die als erstes random rauspoppt, so wie ich es in den letzten Staffeln gemacht habe. Sondern wenn ich sehe, dass das zu schwer wird, dann lasse ich es gleich bleiben. Weil der Mod an sich ist schon schwer genug, da muss ich mich nicht noch weiter kastrieren, indem ich irgendwie eine Karte nehme ohne Holz oder ohne Eisen oder so. Das wäre echt nicht so toll. Den Rest lasse ich alles auf normal. Ich weiß nicht, inwiefern das gebalanced ist, aber ne? Ich versuche es am Anfang immer alles so zu lassen, wie es ist. Und wenn wir dann später merken, dass es irgendwie nicht klappt, dann können wir es immer noch ändern in der nächsten Welt. Das Einzige, was ich mache, ist, hier was reinzuballern. So, damit ihr dann auf derselben Karte spielen könnt wie ich. Ich hoffe, die Zahl ist jetzt wieder nicht zu lang. Ne, ist okay. Goodie, close, das. So, was haben wir? Wir starten schon mal in der Wüste. Wir haben ein kleines bisschen Eisen. Wir haben eine Menge Kohle. Ich sehe kein Kupfer in der Nähe. Öl, ja. Und ich sehe kein Holz. Und wir spielen auf... Was hast du jetzt gedrückt? Ich habe nichts gedrückt. Ich will nichts erforschen. Geh weg. Wow. Okay, ich hätte mich vielleicht nicht bewegen sollen. You choose difficulty Hardcoreo. Ja, du mich auch. Nein, 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 nein. Ja, quit. Also, dieses Difficulty-Setting da, da hätte ich wohl schneller raufklicken müssen. Und ich denke, wenn das dann gleich in der nächsten Karte nochmal aufpoppt, drücke ich gleich auf normal. Ich hoffe mal, normal ist normal. Also nochmal das Ganze. So, neuer Key. Generate. Close. Tab. Normal. Tab. You have chosen difficulty. Normal. Okay. Das ist schon mal besser. Wir haben Holz, wir haben Eisen, wir haben unten Kupfer. Das sieht soweit gut aus. Hier haben wir jetzt Teile von unserem abgestürzten Raumschiff. Einige Teile davon kann man aufsammeln. So wie die hier, wie ihr gerade sehen könnt. Da habe ich ein Rohr rausbekommen. Dann haben wir aber auch noch diese Tanks hier. Einen Tank mit Wasser, einen Tank mit Sauerstoff und einen Tank mit Biomasse. Und sobald ich mich einem dieser Tanks nähere, füllt sich hier unten das auf. Bis zu einem Limit von 100. Das heißt, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Sauerstoff. Und wenn wir damit zu lange nicht klarkommen, dann werden wir wahrscheinlich sterben. Hab ich bisher noch nicht getestet, aber ich gehe stark davon aus, dass wir Schaden nehmen, sobald wir irgendeine Ressource nicht mehr haben. Und es wurden schon zwei feindliche Basen entdeckt. Das ist super. Also oben links könnt ihr immer sehen, wie viele Basen gerade da sind, wie viele Gegner getötet wurden. DNA ist, glaube ich, für die Forschung wichtig. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und Radar-Slots habe ich keine Ahnung. Anscheinend ist es begrenzt, wie viele Radarschüsseln ich aufstellen darf. Muss ich mal gucken. So, bau bitte schon mal das. Und es ist sowas von ungewohnt mit so wenig... Oh, die Animation von den Bäumen ist neu. War sehr cool. Mit so wenig Gegenständen hier rumzuhantieren, nachdem wir in der letzten Staffel das Shadow Modpack hatten. Werde ich schauen müssen. Aber so ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher alles. Und genau das braucht man ja auch, wenn man überleben will. Und wir haben jetzt schon drei Basen. Ist das normal?
Also es ist praktisch, dass sie aufgedeckt werden. Dann weiß man wenigstens, in welche Richtung man sich ungefähr verteidigen sollte. Dennoch sehr irritierend. Du schmeißt mal das Eisen da rein und das Holz. Und wir entholzen hier mal alles. Dum, 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 für das erste Brennmaterial. So, ich hätte gern noch 2, 3 davon. Möglichst schnell an möglichst viel Eisen kommen. Wird schon dunkel. Das ist nicht gut. Also ich habe nichts an den Settings verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spielgeschwindigkeit so normal ist. Aber ich hoffe es mal. Du da rein, go. Das wäre schon ein wenig lästig, wenn die Nächte wieder so lang sind und man fast nichts sehen kann. Was sollte ich als nächstes machen? Also erstmal einen schönen Grundstock an Eisen haben. Dann brauchen wir Kupfer. Sobald wir Eisen und Kupfer haben, können wir die ersten Chips bauen. Mit den ersten Chips können wir Stromgeneratoren bauen. Und damit dann die ersten Radarschüsse untergleichen. Wobei ich wahrscheinlich eher auf Waffen gehen sollte, falls wir gleich angegriffen werden. Weil irgendwann fängt es hier an, dann kommt plötzlich so eine Warnung. In einer Minute kommt eine Welle von Gegnern. Ah ne, das ist jetzt die vierte Basis, okay. Warum auch nicht? Bau bitte eine Steam Engine. Ein Boiler. Haben wir eine Wasserpumpe? Ja, da, Offshore Pump. Bau mal. Einfach hier in der Nähe ist okay. Bau hier in der Nähe das hin, dann gleich hier neben ein Boiler mit 2 Stück Holz. Und da dran eine Steam Engine. Dann brauchen wir noch einen davon. Ta-ta-ta-ta. Dann kann ich hier gleich meinen ersten Elektro-Muss. Warum machst du nichts? Achso, weil du keinen Abnehmer hast, richtig? Okay. Mehr Eisen. Ting, ting. Ting. Bau Elektro-Drill. Ja, sehr gut. Hat zwar keine Gottmodule oder ähnliches drin, aber ist schon mal ein Anfang. Das heißt, wir setzen dich mal um von da nach da. So, das wäre schon mal automatisiert. Sehr gut. Nächster Schritt. Ich stelle mal ein bisschen was an Stein, weil das brauchen wir immer zwischendurch mal wieder. Und dann geht es zum Kupfer runter. Und mir fällt gerade auf, ich bin blau. Das ist, glaube ich, auch eine neue Änderung. Muss mit dem Multiplayer zu tun haben. Oh, ich habe gar nicht auf meine Ressourcen geachtet. Ding, ding. So, Kupfer, da. Genau, was die Farben angeht. Das wird wahrscheinlich das Multiplayer sein. Also wenn man mit mehreren Leuten spielt, dass dann einer blau ist, einer rot, einer was weiß ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum das im Singleplayer auch übernommen ist, aber warum nicht? Sind wir halt mal blau. Statt wie sonst immer gelb. Du stell dich mal dahin, schmeiß das da rein und Kohle. Ja, Brennmaterial sollte ich jetzt echt auch auf Kohle setzen, weil das Holz werden wir wahrscheinlich noch für andere Sachen brauchen. Schmeiß das rein, das rein, das rein, so. Jetzt kurz gucken, was Waffen angeht. Wir können eine Schrotflinte bauen, dafür brauchen wir nur Holz. Einmal AP, das wird Armor Piercing sein. Ja, steht auch unten im Tooltip. Und das hier ist EP, Expanding. 40 Units of Fractions. Area of Effect Size 1. Stehe ich nicht ganz. Also es ist kein Flächen, also keine Schrotladung, die mehrere Gegner auf einmal trifft, weil sonst würde bei Area Effect doch mehr stehen als 1. Das müssen wir dann testen. Das heißt, ich mache noch einen kleinen Vorrat an Kohle hier. Schmeiß noch ein bisschen mehr Kupfer rein, dann wird erstmal Holz gesucht für eine Schrotflinte. Warning, enemy base detected. 5 Basen schon, das artet irgendwie aus. Und wo ist das nächste Holz? Oben, beim Eisen. Ja, ist okay. Den können wir auch gleich da nach dem Rechten sehen. Ressourcen sind soweit okay. Okay. Komm mit. So, eine Schrotflinte ich gerne und 5 Schuss davon. Dann teste ich das erstmal und wenn das nicht so gut funktioniert, teste ich das andere.
Ich glaube, ich baue gleich noch eine zweite Schrotflinte. Dann kann ich einfach mit Q verwechseln oder Z verwechseln, eins von beiden. Dann kann ich einfach damit zwischen den beiden Munitionsarten hin und her wechseln, ohne groß rumklicken zu müssen. Eisen fehlt, okay. Gib das her. Wo ist meine Kohle? Ach, die Kohle habe ich für Munition verbraucht. Na, na, na. Du hast kein Brennmaterial mehr. Das ist auch okay. Du hast auch kein Brennmaterial mehr. So. Auch wenn ich eigentlich alles mehr mit Kohle befeuern wollte. Dafür habe ich noch nicht genug Kohle abgebaut. Und wir kriegen keine Stromverbindung bis hierhin. Doch, kriegen wir. Da. Kommt mir das nur so vor, dass das Craften wesentlich schneller geworden? Setz mal dich da hin. So. Bau eine Holzkiste, ein Electric Mining Drill. Und wahrscheinlich nicht genug Strom haben, um beide Drills gleichzeitig laufen zu lassen. Das heißt, wir bräuchten dann mehr Boiler, aber das gucke ich dann, wenn es soweit ist. Tu dich erstmal da rein. Das sieht sehr gut aus. Okay. Mit Dreckwasser und allem. Achso, es gibt kein Dreckwasser mehr. Ja, stimmt. Das heißt, das Ding läuft einigermaßen gut. Na schön. Komm mit, komm mit. Bau jetzt die Schrotflinte und die andere Munition. Ja, damit. Ja, hier. 5 Magazine davon. Eine Radarschüssel. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt schon macht, eine Radarschüssel zu bauen. Da sollte wahrscheinlich eher auf Forschung gehen, genau. Nimm das. Baue ich hier irgendwo noch einen Drill hin. Was ist das da? Organic Food. Ah, okay. Das heißt, wenn ich Bäume abbaue, bekomme ich auch organisches Essen. Und das kann ich dann wahrscheinlich irgendwo zerlegen. Um daraus richtiges Essen zu machen. Also eine Paste oder sowas. Aber um Essen, Trinken und Luft machen wir noch nicht so wirklich Gedanken. Weil zum einen hält es auch recht lange. Und zum anderen haben wir die Tanks, die voll sind. Die können aber auch zerstört werden, richtig? Das hatte ich bei einem Testspiel mal gehabt. Da habe ich aus Versehen einen davon aufgehoben. Dann hatte ich plötzlich keinen Sauerstoff mehr. Das war nicht so toll. Was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, wie die Dinger hier funktionieren. SARS. Also es scheint so eine Art Forschungsmodul zu sein. Das mit Strom versorgt werden muss. Und das hier hat Logistik-Slots. Also ich könnte vielleicht da so ein bisschen Eisen reintun. Und es wird verbraucht. Aber was passiert damit? Lebenspunkte 1202. Wenn ich jetzt mehr Eisen reintue? Es wird nicht repariert. Das irritiert halt. Es ist immer noch bei 1202 Lebenspunkten. Und es macht nichts. Also vielleicht kann man da später irgendwelche Sachen umtauschen oder besondere Sachen herstellen. Aber momentan frisst es einfach nochmal ein Eisen und das war's. Und wir sind bei 6 Basen. Sehr schön. Ich könnte hier doch zu so einer Basis hinlaufen. Problem ist nur, das habe ich schon mal geguckt gehabt. Und da waren Dinger, die mich mit einem Schlag gekillt haben. Das war nicht so toll. Also ich denke, am Anfang von der Kurve sollte man sich echt darauf konzentrieren, die Basis aufzubauen. Die ich da rein. Und die ersten Angriffe zu überleben und erst später Basen anzugreifen. Ähnlich wie in Vanilla ja auch. Also, nein, in Vanilla nicht unbedingt. Aber in den gemoddeten anderen Paketen, die wir bisher gespielt haben, da ist mir normalerweise auch nicht gleich losgelaufen, konnte irgendwas zerstören, weil die Basen halt tierische Lebenspunkte hatten. So, nächster Schritt, Forschungslabor. Go, go. Gib mir Eisen, Eisen. Forschungsdingens. Schmeiß hier noch ein bisschen Holz rein. Haben wir inzwischen doch ein bisschen mehr von. So, bapp dich einfach irgendwo hin und bau die Teile. So, was forschen wir dann als erstes? Spiel wird angehalten? Richtig, gut. Okay, Zeit zum Verschnaufen. Also es ist, wie ihr vielleicht merkt, für mich ein bisschen hektisch. Weil zum einen poppen überall diese Basen auf und ich weiß nicht, wann die ersten Angriffe kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie stark die ersten Gegner sind, weil auch inzwischen mehr Hardcore-Versionen vergangen sind, seitdem ich das letzte Mal das getestet hatte. Und ich versuche halt nebenbei für euch das so ein bisschen zu erklären. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dadurch ich noch abgelenkter bin und es nicht schnell genug schaffe, eine Basis aufzubauen und dann gleich überrannt werde. Und das wäre doof. Aber gut. Also,
Konzentrier dich, Gerogon, was erforschen wir zuerst?